Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ein weiteres Video, Bezug nehmend auf Videos von Ex-Moslem, wie er sich so nennt. Und zwar in diesem, seinem nächsten Clip geht es darum, dass der Prophet als Gott verehrt wird oder höhere Stufe als Gott hat. Ich verstehe das Problem gar nicht, dass dieser Ex-Moslem hat, dass man dem Propheten Gehör schenkt und Vertrauen, denn schließlich ist er ein Gesandter von Schöpfer der Welten, also von Allah Subhanallah. Und nur weil es im Koran nicht alles drin steht, heißt es nicht, dass jetzt der Prophet als Gott oder höher angesehen wird, wie er Bezug nimmt auf das Gebet. Wir beten am Tag 5-mal. Im Koran werden 3 Zeiten angesprochen, aber wir haben ja noch die Sunna. Es ist jedem verständlich, dass für uns Muslime 2 Quellen gibt, nämlich den Koran und die Sunna. Sunna ist das vorbildliche Leben, zusammengefasst in den Hadithen, die wir heute haben. Und allgemein, er will einfach das nicht verstehen, denn sein Agenda ist klar, er versucht nur Hetze zu betreiben, Falschaussagen zu machen. Deshalb stört ihn das, dass im Koran 3x3 Gebetszeiten genannt werden, die Sunna aber von 5 Gebeten spricht und der es so auslegt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. einen höheren Stellenwert hat als Allah subhanallah. Ist gar nicht nachvollziehbar, diese Denkweise. Seht ihr, dass Muhammad höher ist als Allah? Allah sagt im Koran, wir sollen 3x beten, also die Muslime sollen 3x beten. Was machen Muslime? Die beten 5-mal, weil Mohammed das in der Sunna gesagt hat. Mohammed ist höher als Allah, er ist ihr Gott. Eins, was mich bei solchen selbsternannten Islam-Experten immer wieder wundert, nicht nur bei Ihnen, auch bei den anderen, Seyran Atesh, Hamed Abdel Samed, Necela Kelek, Ahmed Mansur. Es ist doch immer wieder verwundernd, wie von der Gesellschaft hier solche sogenannten Islam-Experten genommen werden, wo in Fernsehen oder in anderen Sendungen eingeladen. Dieser Ex-Moslem hat wohl die Stufe noch nicht erreicht, aber andere wie Atesh oder wie sie alle heißen. Es ist diesbezüglich interessant, welche Aussagen diese sogenannten Islam-Experten treffen. Nicht einmal die Orientalisten, das sind ja auch Nicht-Muslime, aber sie versuchen doch ein bisschen sachlich heranzugehen und kommen nicht zu solchen Aussagen, wie diese unsere genannten sogenannten Islam-Experten kommen. Über den Islam, über den Koran, über Kopftuch und was man so alles erfahren muss. Aber was soll er machen? Ich meine, wenn die Gesellschaft sich gerne betrügen lässt und einen falschen Islam sich erzählen lässt, dann brauchen sie nicht wundern, wenn dann später doch was anderes rauskommt und die Muslime nicht nach dem gehen, was gerne diese Atesh oder Katschalik, wie sie alle heißen, von sich geben. Und das gleiche auch von diesem Ex-Moslem. Er präsentiert einen Islam, er legt etwas aus und will da die Bevölkerung hier da klar machen, schau, so ist das Land, wie ich es sage und nicht wie die Muslime das leben. Nun, es gibt immer welche, die ihre Gründe haben, solche Leute anzufeuern und zu verehren, aber den Islam können es in keinster Weise dann verändern oder schaden, sie betrügen sich nur selber. Und naja, was soll man sagen zu solchen Leuten?